Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Vintage Story. Ja, ich koche hier ein bisschen, weil wir haben ja nichts mehr da. Aber jetzt. Ich brauche noch mehr Getreide. Wow, okay. Alter. Da gar was brauchst aus Feuchtton. Feuchtton? Das ist der blaue, oder? Ja, ist egal. Farbe, scheißegal. Nö, man kann verschiedene Sachen jeweils machen. Ja. Lass mal das hier. Oh, machen wir so und so. Dann legen wir hier mal zwei weg, machen wir so und so. So. Okay. Mal. Ach so. Okay. Den hier kann ich nicht verkochen. Ess den einfach mal weg. Weg, dann sieht den keiner mehr. So. Okay. Ja. Wir haben ja wieder einen neuen Tag, oder? Habe ich die Kuh die Ziege schon gemolken? Ich denke nicht, ne? Okay, jetzt geht's. Hast du Schiefer gesehen, wo ich gegeben habe ins Inventar? Schiefer? Darf man essen oder darf man nicht essen? Das kommt in den Keller noch. Geht doch in den Keller. Habt ihr was ins Inventar? Habt ihr was zugehört, ja? Kann ich halt eigentlich. Was brauchst du jetzt? Gib sag an. Nichts. Wieso? Ich level das auch gut. Am besten. Ah, brennt alles schon. Am besten, wenn's vier Stück sind. Logischerweise. Wie vier Stück? Also, ich habe jetzt als letztes die vier Töpfe hier gemacht, hinter dir. Bin von 89,54 auf 89,95 hoch. Also über 40 Punkte. Ah, Cooking. Oh, ist ja auch noch mal so toll hier, Doppel. Ja, 34% mehr. Ja. War nämlich deswegen. Nehme ich. Also ich habe in letzter Zeit nichts gehackt. Da war doch nochmal irgendwo Pottery, blau oder braun, keine Ahnung. Okay. Das hier will ich vielleicht machen.
wenn ich dann mal einen Skill hätte. Oh nein, das braucht ja 3. Ja, wie ich das ist. Das braucht ja Level 3. Ja, okay, dann, dann das hier oben, damit der Ton länger hält, ne? Egal. Warte mal, wie weit sind wir eigentlich bei Dingens hier, bei Tierzucht? Ah, da sind wir noch ganz weit weg, ne? Da sind wir noch ganz weit weg von Level 5, beziehungsweise Level 6. Mit Wasserfall läuft, muss ich hier mal kurz sehen. Level 6. Wasserbahn. Oh, ganz weit weg. 11 Tage. Okay. Oh, ich habe noch einen Kochtopf dabei, den ich nicht brauche. Ja, Kochtöpfe haben wir aber eigentlich genügend. Eigentlich eher diese Essschalen, oder? Kein Problem, kann ich auch machen. Ja, ich frage, ich meine ja nur, hast du davon Schalen gemacht oder nur diese Dingen? Nur diese Töpfe? Gerade eben nur die Töpfe, logischerweise. Okay. Ganz glücklich bin ich damit noch nicht, wenn ich ehrlich sein darf. Ich hätte ihn gerne hier nach innen. Hier hätte ich ihn gerne. Aber das Problem ist, dann sieht man die Rinde auf zwei Seiten von dem Block. Das finde ich schade. Deswegen kann ich das nicht machen. Dann lieber gleich gar keine Rinde. Bei zwei Seiten, das ist ja auch doof, ne? Wenn man nur zwei Seiten ist. Wenn dann rundherum oder gar nicht. So. Oh, warte mal, wir können mal Spaß haben, mal schauen, ob man eine Kuh vielleicht besser melken kann oder so. Nur spaßeshalber, nur mal zum Gucken, nur zum Ausprobieren. Okay. Warte mal, aber wo sind denn die... Warte mal. Generation 1? Ah, okay, die Generation 1 ist schon da. Wir können demnächst ein paar Rinder schlachten. Okay. Ja, also, die kann man halt nicht melken, ne? Die sind noch zu wild. Aber Generation 1 geht. Ganz vergessen, geht nicht. Also, ja. Ich weiß nicht, ja. Wann wollen wir das denn machen? Wollen wir das vielleicht aufheben für den Winter oder so? Oder wollen wir es gleich machen? Ich meine, weiß nicht. Bin ein bisschen unentschlossen. Geht's auch für den Winter? Vielleicht braucht man eigentlich im Winter, oder? Ja, hält sich halt lebendig länger als tot. Eigentlich auch. Man könnte vielleicht versuchen, die zu trennen. Man könnte die vielleicht trennen irgendwie. Das kann ich mal ausprobieren. Vielleicht kann ich die irgendwie trennen. Mal schauen. War das fein? Wow, das war fein. Feuchtton. Leck mich am Arsch. Ging das nochmal so, ne? Ja, ansonsten müsste ja schon alles unten dastehen, oder? An Zäunen. Ich nehme mal lieber noch ein bisschen was mit, falls das noch nicht ganz komplett ist. Beziehungsweise wir können ja die Zäune auch ein bisschen... jetzt momentan müssen die ja noch nicht zwei hoch sein. Das ist ja voll okay noch. Naja, okay, genau. Hier kann das Tor hin. Das passt dann schon. So. Okay, gut. So. Dann. Wie bringen wir jetzt die Kühe so auseinander? Uff, dass hier die sind, die Generation 0 sind und die Generation 1 da drin oder umgekehrt. Eigentlich ist es egal, eigentlich auch gerne umgekehrt. Wie bringen wir das denn hin?
Oder jetzt, wenn ich wüsste, wie lang sind denn die schon schw prächtig? Du bist Generation 1. Also den Bullen brauchen wir ja auf jeden Fall. Sonst ohne Bullen können wir ja nicht. Oh, wir sollten aber erstmal ausleuchten hier, stelle ich gerade fest. Hier ist ja auch noch nicht mal ausgeleuchtet. Ohne Licht geht das gar nicht. Wofür wir diese Schalen brauchen. Ich mach mal ein bisschen Pottery, Oh, bin blau, voll mit Ton, aber brauner diesmal. Komm mit zurück. Weiß eigentlich der Hahn, wo ich gehört habe, durchgehend, der war. Oben glaube ich so. Und her. Ich will mit noch ein paar Bienenkörbchen hinstellen. Sind schon alle drei voll? Was? Sind schon voll? Ja. Cool. Alle vier. 29 Flowers, 34 Flowers, alle vier voll. Cool, schön. Jemand anders im YouTube-Video hätte es anders gemacht, jetzt an die Wand gesetzt, an die Hauswand, gell? Okay. Nehmen sie keinen Platz weg. Naja, haben sie aber auch weniger Einzugsradius an Bienen, an Blumen. Okay. Sind sie auch langsamer. Boah. 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 Ach, lele. Oh, Mensch. Okay, die anderen bräuchten noch ein bisschen. Was Blümchen hier? Bräuchten da Blumen hier, die hinteren, die sind so wenig. Sagt man hier, die haben nur Lädsch, Lage, die empor, die hätten Lädsch. Nein. Large ist gut. Okay. Wir haben 29 Blumen, das reicht vollkommen. Ja, aber die hätten 34 Ja, wir können da empor. hinten auch noch Blumen hinstellen, ist ja kein Problem, Ab keinem, ja. aber Large ist super, Large ist eigentlich ganz gut. Müssen wir nur noch ein bisschen warten, dann mal bald Honig. Super. Aber pur ist schlecht. Also pur ist eigentlich nicht so gut. Aber das kommt wahrscheinlich daher, weil halt die geflogen sind und so. Und wenn die halt fliegen, dann wechseln die halt von einem zum anderen zurück und so weiter. Und dann ist halt mal da mehr. Aber ja. Bin ich ja mal gespannt drauf. Dann hole ich mal noch ein paar von diesen. Dann baue ich mal noch ein paar von diesen Skips. Ist ja egal. Skips. Einfach noch ein paar hinstellen. Kann man ja mal machen. Ich meine, wieso denn nicht? Ich mach hier alles durch. Drei Stück. Aber cool, dass das so schnell geht. Ich dachte, das dauert ähnlich lange wie das Einfangen von den wilden Bienen. Scheinbar nicht. Scheinbar nicht, ja. Also ich hätte es zumindest erwartet, sagen wir mal so. Aber noch ein bisschen dabei hier. Gerade noch dabei. Dahin.
Clown-Ton. Falsch. Ja. So. Dann. Ab nach Hause. Welcher Tag ist denn? Ich habe die Tage ein bisschen hochgestellt, ne? Das habt ihr mitbekommen. Zumindest jetzt für den Sommer erstmal, für den Winter stelle ich wieder zurück. Einfach, weil ich nicht will, dass die. Erstmal, weil ich nicht will, dass Hofer einfach irgendwo rumliegt und so rumcheatet, dass der Winter rumgeht. Und zweitens mal, weil ich nicht will, dass wenn Blocky wieder da ist, es immer dunkel ist. Draußen? Wieso? Andere Sache machen. Ich könnte dann nur ein Lehm oben machen und rote Tonschindeln. Sonst kann ich nichts machen mit braunen Ton. Man kann, man kann damit aber auch diese Ziegel machen, die man braucht. Man kann die auch nehmen für den Hochofen, für Stahlherstellung. Das kann man mit blauen Ton nicht machen. Was, die Tonschindeln? Nein, nicht mit den Tonschindeln. Mit dem Feuerclay, mit dem roten Lehm. Ja, habe ich, ja. Ja, mit dem kann man Sachen herstellen, die man mit dem blauen nicht herstellen kann. Was zum Beispiel? Der Lehmofen, ja? Lehmofen, dann eine andere Farbe an Schindeln, dann hast du. Dann gibt's diese Bricks hier fürs Eisenschmelzen, dann gibt's noch diese anderen Bricks zum Stahl herstellen, die kann man alle nur aus den Feuerton machen. Bisschen was da. Guck mal. Wieso nicht gleich so? Eine Sache mehr kann ich machen, ist der Lehmofen. Ja, das stimmt. Mit Fortery, ja. Also nein! Das hat aber. Nein! Das. Du kannst damit aber nicht die Sachen craften. Es geht ums Craften. Es geht nicht nur ums Pottery, um das auf den Boden hinpatschen und einen Krug formen, sondern es geht ums Craften. Ja, ich meine aber jetzt auf den Boden patschen, das da hier, was brauchst du davon? Nix. Ich mach aber irgendwas, ist mir egal, ich muss leveln. Mit dem kann ich am besten leveln. Achso, ja, dann mach Schüsseln, mach halt Schalen. Oder zum Kochen. Warte mal, der hier ist ein bisschen nah aneinander, ne? Ich mach das. Will ich mal hier hin. Logi da ist, der fängt an zu kochen, das weiß ich genau. Und da heißt, wir werden zu wenig schütteln. Er ist zwei Keller, also. So. Habe ich noch Stöcke da? Nein. Warte mal. Ich habe riesige Dings gefunden mit Feuertonge. Riesengroß. Okay. Bei hinten am See bei minus 128 zu 143. Wir haben mal wieder keine Stöcke mehr. Doch, Hämmer. War nur 26, weil wir haben. Wo? Hier drinnen, hier. Wenn du reinkommst. Habe ich die gerade übersehen? Habe ich gerade doch reingeguckt. Da wo Stöcke normal sind, sind sie keine drin. Ah, hier. Achste. Weiß ich, wo Stöcke reinkommen. Ich mach's halt irgendwo rein, wo Platz ist. Na gut, ich muss dann mal neue holen, glaube ich, weil,
Okay, das zählt anscheinend nur bis zum Serverneustart oder so. Das Tool-Level. Ist ja doof. Es waren doch gute Scheren. Genauso wie der Meißel. Wollen wir den Meißel mal angucken? War auch gut. Steht nichts mehr dabei. Also entweder das resettet sich oder es ist, keine Ahnung. Ja. So, wo können wir denn mal Löcher graben? Wo es nicht brennt. Da hinten draußen, da wird es am wenigsten brennen. Wobei, hier ist Pete. Es brennt auch. Na, hier. No. Mal nochmal rein, dann hole ich mir mal nochmal eine Fackel. Die müssten ja da vorne in der Kiste, müssten da welche drin sein, oder? Kann ich hier mal meine austauschen, die aus ist mal wieder. Ach, das ist so bescheuert einfach mit dem Wasser. So. Die stecke ich hier mal rein. Den Topf lege ich hier mal rein. Okay, so. Und ich brauche demnächst wieder neues Messer, neue Spitzhacke. Eieieiei. Und neues Schwert. Toll. Messer, Spitzhacke, Schwert. Schwert könnte ich mir gießen. Spitzhacke. Würde ich wieder eine aus Eisen nehmen, weil die andere halt so schnell kaputt ist. Und Messer, ja, weiß ich nicht. Muss ich eh schmieden, könnte ich auch aus Eisen nehmen, ja. Weil ich eh schmieden muss. Aber ist dann egal. Vielleicht habe ich ja Glück und es kommen sogar zwei Klingen raus. So. Warte mal, nehmen wir den ins Inventar, dass das nicht wieder irgendwie ausgeht, wenn ich mal zufälligerweise wieder... Hier könnte man auch wieder ein bisschen schön machen eigentlich, ne? Wie können wir den Weg mal weiterführen? Vielleicht. Wir haben ja auch genügend Granitstein da. Also, ja, Granitstein. Das rede ich auch schon so. Granitkabel. Kabelstone. Kobbel. Aber wieder. Und tschüss. Nein, falsche Richtung. Hier längs. Steht die Kiste im Weg. Oh Gott. Der ist der Fernsehausgang, okay. Hm? Dein Fernsehen ging aus. Dein Fernsehen ging aus? Ja, nach 4 Stunden schaltet er sich ab. Ach so. Das habe ich deaktiviert. Ah. Haben sie heute schlecht. Ja, gut. Mag sein, aber ja. Ja gut, normalerweise schaue ich eh nicht länger, aber huch. Oh. Was brennt hier, das Gras? Ich habe einen Waldbrand verursacht. Oh nein. Upsi. Das war nicht gewollt. Was? Gras? Oh,
oben weg, deswegen, oben dran. Gras oben drüber weg, das ist das. Da brennt der Torf, übrigens. Hier ist Torf überall. Ja, ich weiß, ja. Ah, der schöne Torf, nein. Ja, zum Glück haben wir mehr Torf in der Gestange, ist ja kein Problem. Bauen mal ab, was geht. Und zumindest hier keine Drifter, gell? Drifter in das Feuer, hinter dir. Mehrfache. Zwei Stück. Was? Oh Gott. Der arme Torf. Oh nein. Ich sag noch, hier darf ich nicht. Hier geht's nicht, weil hier Torf ist. Und dann mache ich es extra ein paar Blöcke weiter weg. Da ich mir so, ja, hier ist doch gut. Und dann ist wieder alles. Hier brennt der Torf, das ganze Gras brennt da oben ab. Aber egal. Nee, das ist Torf, was brennt. Nein, ganz oben ist Erde, das ist Gras. Gras brennt. Ja, meinst du? Ja, Waldzaun. Hat doch noch nie gebrannt, Gras. Waldzaun. Guck doch selber, der Busch brennt, Gras brennt. Ja, Büsche brennen schon. Aber hier unten brennt eindeutig der Torf, man sieht das ja. Nein, hier geht man weiter oben. Muss ich mal M drücken, ist alles weiß, wo es brennt. Eigentlich wollte ich jetzt nicht unbedingt Torf abbauen, aber gut. Haut von alleine ab. Der ist tot. In Feuer gestorben. Schade. Oh nein, Mann. Nee, ist eindeutig der Torf, der brennt hier. Wollt mal Tag hell machen? Ja. Von oben. Der Char ist voll. Da ist der Motor. Kannst du mal Torf aufsammeln? Auch noch. Hey. Okay. Ja, ich glaube, es ist aus. Man hier jemals wieder hoch? Ja, bestimmt. Ja, dann legen wir das mal irgendwo auf Lager. Oh. Bin ich wieder irgendwie rein, du Schlaumeier? Ja, du Schlaumeier. Ja. Ah, hast du alles aufgesammelt? Ziemlich. Okay, gut. Ja. Weil ah, los. Wahnsinn. Ich wollte eigentlich was machen hier, deswegen. Ja, baue ich den aber auch jetzt noch ab, weil. Was? Oh nein, ich bin fast tot. Scheiß Drifter. Boah. Ein Glück habe ich das Meat Shield genommen, sonst wäre ich schon lang tot. Ja, ich brauche dann demnächst wieder ein bisschen Erde, glaube ich, weil ich muss hier wieder auffüllen.
Renaturierung nach dem Flächenbrand. Was sag? Jetzt die halbe Map an. Ups. Klassischer Fall von Ups. Das war ja nicht gewollt. Hier ist das abgestellt. Ich hab Feuer angezündet. Ich wollte was brennen und ich habe gedacht, die Claypits bei uns zu Hause sind ja alle voll. Ja. Und dann hat es halt hier ein bisschen, ja. Gut. Ein Schlag von einem Drifter, glaube ich, und ich bin tot. Ich muss echt aufpassen. Und nichts drin in den Viechern. Super schade. Nichts drin, einfach nichts drin. Okay. Ja, schon besser, ne? Nehmen wir halt das mal. Für was habe ich es denn? So. Okay. Ich glaube, ich brauche dann eine neue Kiste für das Zeug. Ne? Wo hast du es hin? Hab's noch im Inventar. Ach, was wird denn das hier? Oh. Aha. Meins sollten wir da nicht noch ein bisschen weiter weg von der Wand? Wege? So Steinwand? Ja, ich weiß nicht, ob das ist wie in Minecraft, dass das durch Steinwände durchspreadert. Dann kann man ja da vorne ja hier zulassen. Ja. Kein Problem. Dass wir hier vorne noch. So. Den kann ich eigentlich lassen, oder? Da meine ich Holz hier. Ja, gerade an der Tür würde ich mal aufpassen. Ja, gehen wir dann gleich nach hinten dafür. Nummer 1. Ja. Besser ist das. Besser ist das. Ja, machen wir dann mal Licht her. Oh ja, das ist auch wichtig. Uff, so, jetzt. Was wollte ich jetzt holen? Dreck. Wenn es geht, dann bitte von hinten anfangen mit Aufbilden. Geht von vorne. Was? Von hinten? Vorne? Was? Wie darfst du sagen, tue ich ja zu viel von auf mit Zeug. Tut alles von brennen, du kommst doch nach hinten. Wie nehmen wir nach hinten? Was? Verstehe gerade nicht, Also jetzt gibt's nicht zu verstehen. Man fängt von hinten an auf, du willst nicht von vorne. Wo ist denn hinten? Hier an der Wand. Ich meine, komm doch mal zu mir. Was will ich denn bei dir? Ich fülle hier außen auf. Ja, aber ich, dass du anfängst im Norden alles und dann im kommst du an die hinteren, wo Platz wäre. So meine ich das. Hab den Tisch mal abgebaut, gell? Der war da im Weg. Ach, du redest vom Anzünden in den Gruben. Ja. Ach so, ich rede hier vom Auffüllen von Erde. Ein komplett anderes Thema. Nein. Oder warte mal, hier können wir eigentlich noch. Oh Mann.
aber den brauche ich wohl nicht noch für, ne? Den einen. Okay. Wobei, warte mal. Mache ich jetzt einfach nur, damit ich ein bisschen Dreck habe. Und damit man das von Weitem schon sieht, dass hier der Weg ist, ne? Habe ich so viele Blöcke überhaupt dabei? Wahrscheinlich eher nicht. Ja, doch, könnte reichen. Möchte dein Torf hingeworfen? Dumme Frage. Ich muss noch eine Kiste bauen dafür. Ich hab den erstmal nur, ja, zwischengelagert. Ja, doch. Sieht eigentlich irgendwas okay aus. Ich glaube, hier muss ich mal meine Technik aus Minecraft anwenden. Ich habe neben deinem Brennholz bei dir die Werkstatt Kiste gemacht. Okay. Alles reif. Ah, das wird nämlich reif hier. Ich aus. Scheiße. Uff. Ah, ich habe keinen Dreck mehr. Ja, Problem. Weißt du was, wir bauen das hier einfach komplett nochmal ein bisschen um. Okay. Dann ist es ein bisschen steiler vielleicht. Dann wird das schon irgendwie werden. Oder? Hier vorne kommt auch ein bisschen Dreck weggraben, das ist auch okay. Braucht denn das überhaupt einen Nährstoff? Ah, kann. Wo wir finden. Oh. Ja, hier auch nochmal, komm. Geht schon. Ja, ja, Terraforming, gell? So ein Scheiß. Da brennt es über Nacht, das wirst du. Okay. Oder? Nee, das sieht doof aus. Nein, warte, rein. Gut. Mm-hmm.
War das nicht der Berg, den ich erst vor kurzem aufgeschüttet habe? Ein bisschen? Ah, ich glaube, das sieht keiner mehr. Das sieht bald keiner mehr. Gut. Puh, ich sag Dankeschön fürs Zugucken. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Ciao.